Hallo ihr Lieben, Fußballzeit. Wir sind wieder zurück vom Urlaub und jetzt machen wir dann auch erstmal Pause mit Urlaub. Vielleicht, vielleicht auch bald nicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt, wir machen Pause. Wir machen Pause. Mein Mann hat gesagt, er ist froh, dass er jetzt auch mal zu Hause sein darf. Was ist denn das hier alles? Wir waren jetzt gerade beim Kaufland einkaufen, haben ein unglaubliche 105,81 € ausgegeben. Brutal, brutal. Hab viele Angebote eingekauft, trotzdem ist es irgendwie wieder voll teuer geworden. Früher habe ich echt mal einkaufen. 70 € geschafft, das schaffst du doch in der Zeit gar nicht mehr, weil alles so teuer ist und ich habe immer schon nach Angeboten eingekauft. Na egal, wir fangen mal an. Einmal Champignons, wir werden heute nämlich grillen für 1,99 €. So, dann hole ich mal die. Wir werden grillen für 1,99 €. Wir werden grillen für 1,99 €. Dann habe ich diesmal einen Fehler gemacht. Mein Fehler. Himbeeren sind im Angebot für 1,99 €, aber die schauen anders aus, die Verpackung. Keine Ahnung, was da jetzt anders sein soll. Toll. Die sind aus Portugal und die deutschen Himbeeren, was ja viel besser wäre, 1,99 €. Ich hab's dir doch gesagt. Mein Mann hat's mir gesagt und ich dachte mir, ach Quatsch, die werden das gleiche kosten. Nein, die kosten 2,29 € aus Portugal und die aus Deutschland 1,99 €. Habe ich irgendwie nicht geschafft. Wir haben dann eine Himbeere schon für die Amelie raus, damit sie naschen kann. Und dann, egal. Ja, aber mein Mann hat's mir gesagt. Also habe ich 29 Cent, 30 Cent mehr gezahlt. Toll, Lisa. Toll. Was kosten die 2,39 €? 2,29 €. Ach so. Und die anderen 1,99 €. Tja. 30 Cent. Verschenkt. Hä? Noch einmal mit dem Preis. Ja, er hat gesagt. Sonst motzte ich ihn immer an. Hätte ich die so mal angeboten, diesmal habe ich es gemacht. Ja, also komplett meine Schuld. Ich habe hier einmal einen Käse gekauft, einen Pustertaler. Der ist nämlich jetzt gleich für den Rucola-Salat, den ich zum Grillen dazu mache. Oh, ich habe so einen Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt, wir haben noch keinen Mittag gemacht. Und wir haben schon 14.12 Uhr. Und wir haben jetzt gesagt, wir fangen dann nach dem Haul ganz gemütlich an, alles herzurichten, zu grillen und dann wird das halt wieder so nachmittags, Abendessen, mittags. Weil Mittag habt ihr auch nicht gegessen, gell? Oh, mein Mann macht den leckeren Dip. Ja, das sind getrocknete Tomaten in Öl eingelegt. Den Dip zum Grillen und heute Abend, wenn die Amelie schläft, dann machen wir noch Lagerfeuer, grillen gemütlich am Feuer. Grillen am Feuer, machen wir Stockbrot, muss ich noch machen. Und Würstchen haben wir? Würstchen da? Ja. Oh, gut, weil wir haben nämlich keine gekauft. Genau, mit Würstchenbraten, Marshmallows und ganz gemütlich. Ganz gemütlich, aber erst wenn die Amelie schläft, weil sonst werde ich nicht ganz gemütlich sitzen, weil die kapiert ja nicht Feuer heiß und dann muss ich die ganze Zeit aufs Feuer gucken und dass sie herumspringt und genau. Genau, genau, da freuen sich die Mädchen auch schon voll. Wenn die brav genug sind. Wenn die brav genug sind, ja. Rispentomaten, da kostet es Kilo, ich habe ja gar keine Ahnung. 1,11 €. Dann Apples, Heringsfilet. Da ist die Verpackung ein bisschen furchtbar, oder? Kann man so eine alte Verpackung machen. Aber die mit der anderen Verpackung, die waren ausverkauft. Da hat mein Mann schon gedacht, es gibt kein Fisch mehr mit Tomaten ungarischer Art. Gibt es aber schon. 1 € sind gerade im Angebot. KitKat ist gerade auch 20% reduziert. Alles, was von Nestle ist, ist 20% günstiger. So viel günstiger ist es dann auch nicht. 1,89 €. Ich meine, das war früher der reguläre Preis für 4 Baby-KitKats. Kiri, Kiri, Kiri. Einmal. 1,79 €. Auch die waren im Angebot. Schon krass, gell? So, bisschen Stangen und Ding. Die kosten regulär das Doppelte. 40%. Der macht einen Dip gerade. 1,19 €, gell? Bei der Ketchup. Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall gerade im Angebot. Sonst kostet der ja 1,89 €. Er macht immer noch den Dip. Was soll ich machen? Ja, den Dip. Wassermelone. 2 €. Jetzt hör auf! 2 € für die Wassermelone, für die Baby-Wassermelone. Ja, wirklich Baby. Ja. Aber es war irgendwie einer der größten. Wen schmeckt nicht. Bei Kaufland schmeckt oft eine Wassermelone nicht. Keine Ahnung warum nicht. Woher die immer gabeln. Äpfel. Da kostet das Kilo 2,99 €, glaube ich. Karötchen, da kostet das Kilo, ich weiß es nicht. Achso, ich habe die schiefen und krumm genommen, 99 Cent. Kartoffelsalat Tegernsee, 2,99 €, habe ich euch schon öfters gesagt. Beste Kartoffelsalat ever. Ich zeige es immer wieder in die Kamera, der schmeckt so gut und ich hoffe, ihr habt ihn jetzt mittlerweile alle schon probiert. Der sieht so unspektakulär aus in seiner Dose, aber er ist echt lecker. Als Nachtisch, soll ich als Nachtisch Milchreis machen? Ja, voll geil, ja. Als Nachtisch, was? Nein, ich habe genug davon. Ich will aber, als Nachtisch nach dem Grillen gibt es Milchreis.
Er meint immer, dass ich dick bin. Nein, das ist so eine Frechheit. Er sagt immer, er sagt ja nie, ich habe genug Milchreis, der Hintern ist groß, aber er sagt nie, dass ich dick bin. Nein. Das klingt ja wohl. Sein Wahrnehmungsverhältnis ist ganz komisch. Milchreis für 79 Cent. Was? Nudeln, 1 Euro, Barilla-Nudeln sind im Angebot. Thunfisch war für 1,19. Ich glaube, der ist einfach so allgemein wieder vom Preis gesunken. Kartoffeln, 2,99. Und Cheeseburger, was hat der kostet? 1,99. 2,29. 2,29 für Cheeseburger. Den werde ich heute Abend gar nicht essen, und die Kinder? Nach Willen. Ach so, scheiße. Ja, halt morgen. Ja, heute wird nicht gesucht, denn wir suchten wir sind Suchthelfer, die ja eigentlich mehr oder weniger eher und ich arbeite nebenbei, aber ich krieg das alles mit Breaking Bad oder so. Ja? Ah ja, nur so kriegst du mit oder so. Ich krieg das, ich hab dich schon mal wo gesehen. Ist der Knoblauch? Aber, naja, ist ja wurscht. Knoblauch? Wo ist Knoblauch? Ist er vielleicht leer? Nee, ich sehe ihn von hier, dass der Knoblauch ist. Hilf mir mal, komm, ich muss komm, mal hier werden. Und da Knoblauch ist immer Geld. Ich weiß. Feldsalat? Nee, ist das Feldsalat? Ja, 99 Cent beim Angebot. Da mache ich so einen richtig leckeren Salat. Da kommen Tomaten noch dazu, Käse und dann noch Balsamico-Dressing und Honig. Lecker. Russisch Brot hat uns im Hallenbad, wo wir jetzt immer waren, also im Aquamondo, wir waren ja im Centerpark. Ich hab mitgeflockt, aber. Den Vlog muss ich erst noch schneiden, das könnte noch ein bisschen dauern. Food Toy kommt natürlich ganz aktuell für euch online. 99 Cent. Der macht den Dip für uns. 2 Euro für die Donuts. Auch ein geiler Nachtisch. Milchreis, Donut. Pulsei. Das haben wir früher immer als Bad. Pulsei, nicht Pulsei. Pulsei. Das ist ein B und kein P. B wie Bauch und nicht Pauch. Das hier, Bauchei. Ich nein, 2 Euro, gell? Glatt 2 Euro oder 1,99, ich bin mir unsicher. Aber das, was wir sonst immer, Barbecue, was wir sonst immer früher gern gegessen haben, war natürlich ausverkauft. Dienstag ist natürlich fast auch alles ausverkauft, wenn du am Dienstag bei Kaufen und Einkaufen gehst. Cremiger Grillkäse, boah, das musst du mir halt aufs Grill auf Ding. Willst du noch alles essen? Ja, Hunger, Schatz. Du, mein Hintern ist nicht ohne Grund so groß. Ich habe Hunger. Grillkäse. Den will ich heute mal probieren. Eigentlich wollte ich Rocher, ne, den Ofenkäse, aber natürlich, der Kaufland, alles ausverkauft. Der ist gerade im Angebot für 1,08 Euro. Nicht mal Joghurt oder Kinderschokolade. Nicht mal, ja, das ist schon seit Donnerstag ausverkauft, Joghurt und Kinderschokolade. Kann man ja mal auffüllen, oder? Nee, seit Donnerstag ist das schon leer, weil Donnerstag wollte ich auch das kaufen und das war nämlich seit Donnerstag schon leer. Joghurt und Kinderschokolade sind nämlich für 1 Euro im Angebot. Haben das die ist ein Mitarbeiter? Ich weiß, ich glaube, die haben Lieferschwierigkeiten. Da streikt doch irgendwie das Lager oder so. Auf jeden Fall Grillkäse, genau. Wollte ich eigentlich Rocher Ofenkäse, war aber nicht bevorrätig. 1,88 Euro und ich dachte mir, das schmeckt bestimmt voll lecker auf dem Grill. Wehe, das schmeckt nicht, weil ich habe davon 2 Packungen mitgenommen. Feinschmecker Salami für 1,19 Euro. Gurke, 1 Euro, nein, 69 Cent. Gott sei Dank noch kein Euro. Kommt, wir sind wieder. 1,29 das Kilo für Bananen. Grillfackeln gibt es heute noch mit dazu. Für 3,59. 3,59 ist das Angebot, gleich 2 Stück. Trotzdem zahlst du dann 7,80 Euro, oder? Brutal. Butter für 1,49 die beiden Steffen ist im Angebot. Essig-Essenz war im Angebot, das habe ich so zufällig gegriffen. Dachte mir, ja, braucht man immer, ob zum Schaschlik machen, ob zum Putzen, Kalk entfernen, Putzen. Big Eis, Sandwich Eis war im Angebot für 2 Euro. Das ist voll lecker. Auch als Nachtisch. Boah, ich esse alles. Was willst du denn noch alles essen? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Boah, das sieht auch lecker aus. Wieso mischst du das nicht gleich darin? Weil es dabei alles hängen bleibt und da ist Schwachsinn. Ja, bleibt ja so wie. Naja. 1,39 für Remoulade ist gerade im Angebot. Füllt euren Vorrat auf. Nochmal Nachtisch-Eis? Nein, für einfach so. Ich wollte ja nämlich heute, ich habe nämlich gesagt, ich möchte nämlich noch raus in den Garten und chillen. Wisst ihr, wie selten ich, also ich will immer raus und will chillen und wie selten ich in den Garten gehe und mich einfach nur auf den Stuhl setze und chill? Nie fast, weil ich immer 1000 Millionen andere To-Dos habe, die ich dann denke mir, sobald ich auf dem Stuhl sitze, ah ja, komm, das kannst du noch schnell machen, wenn du schon mal gerade Zeit hast. Und so komme ich halt auch nie zu meinem Chillen. Auf jeden Fall Eis 2,79, dachte ich mir, da fällt auch mal teurer. Hier nochmal ein Thunfisch für 1,90. Ich kann überlegen. Oh, weiter geht's. Ach, oh Gott.
Luanas Katzenfutter ist ausgegangen. Schaut echt so aus, ein bisschen wie Katzenfutter. Schmeckt ihr aber eigentlich total gut. Für schmeckt eins. Auch voll lecker. Schmeckt lecker. Finde ich auch voll gut. Mein Mann findet es auch voll gut. Lion Katzenfutter. Nein, ist Menschenfutter. Für 1,99, wenn ihr die Kaufland-Karte habt. Ein paar Eier für 1,99. Hier ist mein zweiter Rouget-Käse. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden zwischen Natur und Kräuter. Und habe mir gedacht, dann nehme ich halt einfach beide mit. Mm. Ist voll lecker bestimmt, gell? Dein Dip ist lecker. Aber wir haben schon wieder keinen frischen Knoblauch gekauft, gell? Aber geht mit dem auch gut, oder? Ich glaube, weiß eh nicht, ob du frischen Knoblauch so gut essen kannst. Naja, er hat immer noch seine Corona-Erkrankungsgeschmacks. Du hast nämlich den Erkrankungsgeschmacks. Zwiebel schmeckt wie Schweiß für dich. Zwiebel hat mir noch nie geschmeckt, deswegen mach ich das. 1,49 für Roma-Tomaten. Die sind ganz schön teuer, ne? Wir haben die mal 69 Cent gekostet. Oder eine Zeit lang, wahrscheinlich immer wie die Erntezeit. Das ist Paula für 1 Euro. Das sind richtig viele kleine Baby-Joghurts. Croissants sind im Angebot für 1,49. Freddy Fox für 99 Cent. Auch im Angebot. Bellas Buddha 1,39 für 1,49. Bin ich mir unsicher. Acosta 1,79. Das haben die gesuchtet im Urlaub. Die Schimmelsalami. 99 Cent für Gewürzgurken. Ich wollte eigentlich meine Gronchichis, die kleinen Honiggurken, aber natürlich sind auch die ausverkauft. Seit ich mal gesagt habe, dass die so lecker sind, sind die ständig ausverkauft. Könnt ihr bitte aufhören, die mir immer wegzukaufen? Wir essen die gerne. Genau, ich komme alle aus irgendwoher. Die kommen aus Berlin und kaufen von unserem Kaufland meine Honigessiggurken. Genau. Ja, genau. Genau, wie meine Joghurtte, die wegessen. Deswegen war es jetzt so laut. Der hat so einen leckeren Aufstrich gemacht, aber der ist echt verdammt lecker. So ein Tomatenaufstrich. Jetzt will jeder das Rezept erzählen. Ketchup für 1,19 Euro. Vorrat, ne? Gibt's bei Genius. Gibt's bei Genius. Ja, wir haben das Rezept verloren. Jetzt macht das immer so, wie jetzt noch eine Erinnerung hat. 1 Euro, aber ich kann das euch gerne mal als Reel abdrehen auf Instagram. Da folgt hoffentlich ihr mir sowieso schon. Da heiße ich genauso wie hier, Lisa Schnapper. Und dann drehe ich euch das Reel zusammen mit ihm. Zusammen mit ihm, er hilft mir dabei, er macht so. Er hat es nicht mit Social Media. Er hilft mir trotzdem dabei, weil ich seine Frau bin, weil er mich lieb hat. Dann machen wir das Reel zusammen und ihr habt das Rezept von diesem leckeren Aufstrich. Was? Auch nicht bei meinen Bauarbeitersachen. Ich helfe dir mit seelischer Unterstützung und mit guten Rat und Tipps beiseite. Ich auch, ich halte ab. 1,19 Euro für Wittmann Salami ist im Angebot. 1,88 Euro für Milchschnitte auch im Angebot. Mediterraner Style. Ach, du hast doch das mitgenommen. Ich glaube 5,98, ne? 5,69. Wetten 5,98? Wetten? Nein, wir wetten nicht, ich schulde dir 10 Euro. Komm, nein, ich werde arm mit dir. Komm. Zwei Leuten, wir wetten nicht. 5,69. Musst du halt nachschauen auf dem Zettel. Jetzt bin ich bestimmt 20 Euro groß. Leute, ich werde arm. Ständig wette ich und ich verliere. Normalerweise war ich immer voll gut im Wetten, aber naja. Vielleicht weißt du, die Preise sind so gut. 2,29 für. Du bist reich mit mir. 20 Euro schon. Aber da, ja, die will ich auch mal haben. Die will ich auch mal haben. 20 Euro. Du weißt schon, dass wir. Wir haben keine gemeinsame. Aber ich glaube, wir müssen uns alles 50-50 teilen. Wie war das? Gib mir das mal 20 Euro. 1,29 für so ein Brot. Eigentlich wollte ich Sonnenblumenbrot, aber auch natürlich das war ausverkauft. Denn Sonnenblumenbrot war für 1,49 im Angebot. Aber auch das war ausverkauft. Dann haben wir hier noch so Schweinehackfleischspieß Salsicca-Style. Dachte mir, das ist bestimmt, vielleicht, eventuell lecker auf dem Grill. Genau, die werden wir gleich grillen. Ich habe sie gerettet vor dem Müllschmeißen hier. Also, deswegen 45% reduziert. Sonst hätte es halt jetzt nur noch 2,19 € gekostet statt 3,99 €. Ich habe sie gerettet. Genau. Dann habe ich hier noch. Ein Riesenpaket bei der Fleischtheke mitgenommen. Leona für 2,13 Euro. Bierschinken für 1,58 Euro. Wiener für 3,12 Euro. Ich habe zwei Paar Wiener. Das ist ja Hammer, gell? Zwei Paar Wiener für 3,12 Euro, obwohl die im Angebot waren. Aber die sind auch richtig groß, die Wiener. Trotzdem, du bist teuer, die scheiß Wiener. Ja, gell? Du denkst, vier Paar Wiener, also zwei Paar Wiener habe ich jetzt für 3,12 Euro. Schublade. Aber es schmeckt halt besser
frisch, ne? Ja, aber trotzdem ist teuer. Ja, teuer schon. Genau wie der scheiß Lachs. Angebot 4,49. Im Angebot? 4,49. Kalbsleberwurst habe ich noch mitgenommen für 70 Cent. Und Farmer Schinken 1,20 €. 100 Gramm habe ich da ja noch mitgenommen. Multivitaminsaft für 1,11 € ist im Angebot gerade. Von Valsina. Dann, oh mein Gott, es gab so viele Tränen gestern, weil wir keinen Apfelsaft da haben. Apfelsaft! Jetzt haben wir endlich wieder Apfelsaft. Amelie hat eine Apfelsaft-Sucht. Apfelsaft. Und wenn sie keinen Apfelsaft kriegt, dann möchte sie Mimi. Mimi ist Milch. Und die soll nicht mehr so viel Milch trinken. Die soll mal weg von der Milch. Ich habe kein Baby mehr. Apfelsaft. Ja, Apfelsaft. Dann ist sie apfelsaftsüchtig. Was ist besser, Apfelsaft oder Milch? Was ist besser? Schreibt es mir morgen in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. So viel zum Aufräumen. Ja, brutal. Du hast ja noch nicht mal angefangen zum Aufräumen. Dafür hast du den. Ich weiß, Schatz, du hast den Aufstieg gemacht. Alles gut, schau mich nicht so an. Mayonnaise im Angebot für 1,39 €. Oh, noch eine Wittmann-Salami für 1,19 €. Pizzateig wollte ich auch. Der ist eigentlich für 1 € im Angebot, der XXL. Aber auch der war natürlich ausverkauft. Kaufland ist immer alles ausverkauft. Ihr müsst mal die Regale bei Kaufland. Hoppala, ein Bäuerchen immer. Jetzt geht's wieder gut. Ihr müsst mal die Regale beim Kaufland sein. Die sehen alle aus wie mitten in der Pandemie. Ein Becher drin war. Ne, mitten in der Pandemie. Nur, dass komische Sachen fehlen wie Süßigkeiten und sowas. Oh, dann haben wir hier noch einen Sixer Cola Light, weil die Mutti eine Cola Light sucht hat. Ich würde auch Cola pur trinken, aber dann würde mein großer Hintern ja noch größer werden. Du hast jetzt zugesagt. Hä? Das heißt jetzt Tuxer. Du sagst immer, ich habe einen großen Hintern. Was Tuxer? Ich habe. Ja, ja, er macht schon wieder hier, den hier. Also den hier, er hat Zeitdruck, ihr Lieben. Insgesamt, ich habe glaube ich am Anfang euch schon gesagt, was ich ausgegeben habe. 105,81 € habe ich für diesen unglaublich, es sind schon viele Sachen aus dem Feuer gewesen, Einkauf ausgegeben, obwohl alles im Angebot ist. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das nicht im Angebot gekauft, dann hätte ich bestimmt 150 € ausgegeben. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ihr Lieben. Hüpft auf Instagram rüber. Ciao.